Scheiße, ich werde hin und her geboxt wie so ein Hurensohn, so. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Ich spiele heute mit dem Kit, Dieb habe ich bekommen, okidoki. Und zwar das Kit kann Kisten mit einem Klick öffnen und ansonsten hat es keine kämpferlichen, sage ich mal, Vorteile. So, perfekt. Wir hätten uns am Spawn eigentlich gleich mehr Kisten holen sollen. Habe ich mir gerade überlegt, aber das hat dann nicht so funktioniert, wie ich möchte. So, zack. Aber wenigstens, das ist halt echt der Vorteil vom Kit. Ich gehe hin, zack, ist die Kiste mit einem Schlag geleert. Und das hat schon manchmal so seine Vorteile, ne? Zack. Ich habe jetzt nämlich sehr viel Stuff schon. Also, ihr seht, 4, 15, Eisen und dann 4 Dias. Das ist schon eigentlich recht heftig, wie schnell man damit looten kann. Und das ist halt der Anfangsvorteil, ne? Weil du dann schneller ein besseres Equipment haben kannst und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht sonderlich das starke Kit im Kampf, weil ich meine, es bringt dir eigentlich da gar nichts. Gar nichts. Null. None. Das ist halt so ein bisschen doof. So, aber, naja, wir werden da schon irgendwie schaukeln hier und wenn nicht, dann sterben wir halt, ist mir auch egal, so, oh, oh, da ist schon jemand. Okay, der möchte wohl sterben. Okay, er ist tot. Ich esse den Goldapfel, weil da oben kommt dieser Typ und ich glaube, er will mich töten. Oh, oh, den staube ich jetzt ab, so. Das war jetzt fies, weil ich ihn abgestaubt habe, aber Kill ist Kill. So, zack, was ist das hier? Trank der Schnelligkeit. Okidoki. Dann gehen wir ab zum nächsten Gegner. So, den haben wir auch. Alter, Leute, was ist hier los? Hier werden die Leute ja nach der Reihe geschnetzelt. Nach der Reihe vor allem. Nach der Reihe. Tut mir leid, Leute. Manchmal verspreche ich mich so ein bisschen. So. Zack. Doch, der Helm hier ist noch ein bisschen besser. Oh, oh, oh. Was ist hier los? Schießt hier jemand einen Bogen auf mich oder wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ja. Zack, okay. Weiter, 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 Thomas. So, hier. Zack, zack, zack. Dann Wassereimer wieder hierher. Und dann gehen wir zum nächsten Gegner, weil Full Life haben wir. Und ich meine, wir haben ja, wir müssen nichts aufladen oder so. Wir müssen nicht warten, bis wir geportet werden. Das ist halt bei dem Kit sehr gut. Weil man sich eigentlich um nichts kümmern muss. Man muss halt einfach kämpfen. Oh, Rückstoß. Und das hier. Schärfe, bitte Schärfe. Schärfe und Haltbarkeit. Okay, krass. Dann die Brust noch schnell einmal verzaubern. Schusssicher. Ja, ganz okay. So, Schutz. Okay, das ist das, was ich möchte. Und jetzt haben wir eh schon gar keine Level mehr, aber wir looten einfach hier, zack, die Kisten wie im Nu. Nice. Haben wir einen Bogen? Nein, haben wir gar nicht, ne? Dann loote ich die Kiste noch schnell. Vielleicht ist da ja ein Bogen drin. Eventuell, ich weiß es nicht. Hä? Vielleicht muss ich die Sachen dann wegwerfen, damit überhaupt irgendwas Neues reinkommt. Okay. Oder alle Kisten waren schon leer, wer weiß. Keine Ahnung. Kann ich ja nicht wissen, so. Nein, hier war auch nichts drin. Komisch. Komisch, komisch. So, ich wurde getauscht. 106 Blöcke. Wie viel leben denn noch? Ja, okay, es leben schon noch einige. Also ich muss persönlich sagen, ich finde es gut, dass jetzt wieder viele Leute Ender Games spielen. Eben durch auch die Serie von Simon. Weil Ender Games, ich habe es ja durchgehend gespielt und ich muss sagen, viele, viele, viele Leute haben einfach aufgehört, Ender Games zu spielen. Ich finde es schade. Ich denke mir so, warum? Warum hören die auf, Ender Games zu spielen? War doch immer einer der Spielmodi, die Gomme dazu gemacht haben, was sie sind, ne? Ach, scheiße. Ich werde hin und her geboxt wie so ein Hurensohn. So, weg hier. Ganz schnell den Trank trinken. Und jetzt ganz schnell weiter hier. So, kacke. Ach, der wird auch noch verfolgt. Ja, gut. Ich hoffe, der dreht sich um, sieht den dann und dann wird er mal ein bisschen geboxt von dem da hinten. So, nice.
Und jetzt kann ich mich einmischen, weil er hatte ja einen Bogen. So. Nice, einmal getroffen. Nochmal getroffen. Oh, schade, es hätte jetzt ein wunderschöner Longshot werden können. Wurde es aber leider nicht. So, 34 Blöcke. Komm schon mit dem... Oh, kacke, jetzt wurden wir weggeportet hier. Mann, den hätte ich jetzt noch gerne gehabt. Dann wäre ich ein bisschen glücklich gewesen. Aber leider Gottes wollten die das nicht so. So, dann crafte ich mir, würde ich sagen, mal... Nee, ich crafte mir Schuhe, weil Goldschuhe sind nicht gut. Aber ein Goldhelm ist gleich gut wie ein Eisenhelm. Und dann mache ich mir auch einen Eisenhelm, dann sehe ich viel gefährlicher aus. So. Zack. Boom. 16 Pfeile haben wir, das ist ganz gut. Eine Enderperle lege ich mir auch mal zur Seite. Und das hier ist eigentlich auch ganz gut. Ja, 3 Spieler leben noch mit mir. Also ich denke schon, dass wir das locker packen könnten, wenn jetzt nicht schief läuft, ne? Also ich meine, es kann ja immer was passieren. So. Jetzt habe ich die Werkbänke weggeschmissen. Scheiß drauf. Zack, zack. Und weiter geht's. So. Wir haben ein Schärfeschwert. Wir sind schutzverzaubert. Oh, okay. Das war auch ein bisschen knapp. Der hatte aber so viele XP-Dinger. Die möchte ich gern haben. Give me the XP. Give me. So. Nein. Ah, ich habe sie schon aufgesammelt. Okidoki. So. Es tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen einen konzentrierten Blick habe. Dann ist das deswegen, weil ich nicht unbedingt sterben möchte, ne? Oh mein Gott. Ich nehme gerade auf, wer auch immer gerade mich an der Tür so zu Tode erschreckt hat. So. Zack. Was brauche ich denn noch? Habe ich Äpfel? Ja, ich habe Äpfel. Ich kann mir Goldäpfel machen. Das ist sehr gut. Zack. So, perfekt. 3 Goldäpfel. Nice. Besser kann es ja gar nicht mehr laufen hier. Weil, es hat mir mal jemand in die Kommentare geschrieben, selbst ein Schutz 4 Eisenbrustpanzer ist nicht so gut wie ein Diamantbrustpanzer alleine. Wusste ich gar nicht. Aber, jetzt weiß ich's und das ist sehr, sehr gut so. So, erstmal hier rüber. Baue ich mir. Ach, man kann hier in Ender Games ja abbauen. Habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Ist ja auch so lange her, als ich das letzte Mal Ender Games gespielt habe. Hust, hust. Eigentlich nicht, weil ich habe ja eigentlich immer auch durchgehend noch Ender Games gebracht, ne? Also ich war immer so der, der durchgehend noch Ender Games gebracht hat, auch wo es keiner mehr gespielt hat. Zum Glück spielen es jetzt wieder mehr Leute, weil teilweise wurden die Lobbys dann auch nicht ganz voll und so. Finde ich schade, weil Ender Games ist echt ein toller Spielmodus. Der hat die Aufmerksamkeit vollkommen verdient. So. Und ich hoffe, dass dadurch jetzt auch wieder neue Kids kommen, weil ich meine, neue Kids, ich glaube, da freut sich jeder Spieler drüber. Und so, da vorne. Okay. Er ist ganz gut equipped. Aber den sollten wir eigentlich bekommen. Ah, kacke, er hat sich geheilt. Scheiße, so. Okay, aber er rennt weg. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich esse mal den Goldapfel und wage mich in seine Nähe. Was ist er denn für ein Kid? Ich vermute mal... Kacke, ich kann es halt eben nicht sagen. Wenn er Teleporter ist, dann haben wir halt jetzt den Kürzeren gezogen, wenn wir gleich mit ihm geportet werden. Warum bewegt er denn seinen Kopf so komisch? So, komm her. Du musst jetzt eigentlich gleich sterben, wenn ich das sage. Scheiße, er hat einen Speedtrank genommen. Kacke, 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 Leute. Wir müssen das schaffen. Okay, er ist kein Teleporter, sonst wäre er jetzt instant auf mich draufgegangen. Okay, das ist schon mal gut. Er ist auf jeden Fall ein anderes Kit. Jetzt wird er sich gedacht haben, boah, der Bogen von ihm, der macht schon heftig, deftig Schaden. Es nervt mich, wenn eine Person immer und immer wieder wegrennt, ne? Oh, shit, er war Zielsucher, deswegen hat er mir jetzt auch so viel Leben abgezogen. GG. Good game. Ich würde trotzdem sagen, Leute, es war eine schöne Runde. Wir haben viele, viele Leute gekillt. Wir hatten ihn fast down. Wir hatten ihn fast down. Das ist jetzt so ärgerlich, dass er uns jetzt trotzdem noch am Ende bekommen hat. Aber Leute,
wie langweilig wäre es denn, wenn ich immer nur Runden nehme, wo ich gewinne? Und vor allem, ich finde, als YouTuber sollte man auch authentisch bleiben und nicht nur das Beste vom Besten zeigen. Und ich meine, es war ja eine gute Runde, aber ich selber bin immer so ein bisschen unzufrieden, wenn ich in der Runde nicht gewinne, weil ich das immer dann gleich als schlecht abstemple, obwohl die Runde eigentlich überhaupt nicht schlecht war. Ich meine, wie ihr seht, das Kid Deep hat halt einfach keine sonderlich großen Vorteile, außer dass es halt am Anfang schneller looten kann, aber zum Beispiel ein Zielsucher hat im Kampf natürlich klarerweise gewonnen, der hat, wenn ich jetzt unter 50% war, hatte der Stärke und so weiter alles dazu bekommen. Und das ist halt natürlich echt sowas, wo ich sage, da ist der Zielsucher echt dann im Endkampf im Vorteil. Aber ich will mich nicht rausreden, er hat gut gespielt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mehr Ender Games wollt. Und macht's gut, haut rein und ciao.